selber bin viel gerne draußen unterwegs und nehme das als sehr intensiv und komplex wahr, was ich da erfahre. Und ja, will das einfach vermitteln oder weitergeben. Die Intensität der Erfahrung von Raum, also das versuche ich darzustellen. Nicht unbedingt auf eine jetzt romantische Art, aber schon auch auf eine Art, die der Intensität des Gefühls gerecht wird. Ich darf ein Besucher sein, aber bin dann selber der, der wieder weg ist. Man kann es sehen als was Bipolares, man kann es aber auch sehen als sozusagen eine Einheit, der Raum beobachtet mich. Das ist eine Serie von Porträts von Freunden von mir oder mir bekannten Menschen, die aus kleinen laufenden Strichmännchen zusammengesetzt sind. Würde man sich den Weg der Männchen weiterdenken, dann löst sich das Subjekt wieder auf wie ein Wolkenbild. Was mich beschäftigt, ist einfach menschliche Handlungsmotivation, was treibt Leute an und wie sehr hinterfragen sie ihr eigenes Tun. Im Grunde genommen geht es in allen meinen Arbeiten eigentlich um ein fast schon kindliches Staunen über die Welt und wie intensiv ich sie wahrnehme. Das ist fast filterlos bei mir.